50 Jahre Unterschied. Ich brauche eine 25 Jahre, die aber gesund ist, damit sie mich hier bewirtschaften kann. Auch nicht so eine, welche 4 Jahre älter ist als ich. Meine gewesene Freundin aus Salzburg. Ich war auf der Meisterschule damals in Oradea und die hat mir jede Woche einen langen Brief geschrieben. Die musste ich antworten und dann habe ich das Lernen vernachlässigt. In der Zwischenzeit habe ich mich mit anderen getroffen dort. Und immer so habe ich Schluss gemacht mit den Freundinnen. Also nicht ich, sondern sie mit mir. Sie haben mich dann mit einer anderen gesehen in der Stadt, dann ist Schluss gewesen. Viele Grüße vom Schwarzen Meer. Ich liebe dich nicht mehr. Bin über alles hinweg. Ich hoffe, du auch. Hier ist es wunderschön, Christa. Na, mit der haben wir abgeschlossen. Hier hat auch meine Freundin geschlafen, in einem Bett, in dem anderen war ich installiert, die Maria Herbert. So ist das Zimmer mehr Gästezimmer wie Wohnzimmer. Und diese meine Freundin, Maria Herbert, habe ich kennengelernt, immer dort in ihrem Dorf, in Großprobstdorf. Ich war dort angestellt von der Professionalschule von Maschinen-Traktoren-Station. Ich war dort Lehrmeister. Dort haben wir uns kennengelernt. Und sind 16 Jahre zusammen gewesen und dann ist sie gestorben. Sie hat Leberzersetzung gehabt, also Krebs an der Leber. Wenn der Mensch nicht mehr zum Leben hat, das hat er ausgeweckt. Das Installationsmodell sagt, dass es eben ein zusätzliches quantenmechanisches Feld gegeben hat, das als Inflatoren bezeichnet wird und dass das dazu führt, dass kurz nach dem Urknall, wenn man so will, also extrem kurz, 10 und minus 35 Sekunden, der Raum sich umdreht. Und am Ende dieser Phase, nach etwa 10 noch minus 35 Sekunden, zerfällt dann dieses Feld und bildet mehr oder minder einen hohen, homogenen Anfangszustand. In Russland haben wir gekriegt Essen zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Das war im 45er. 6 Monate war ich unfähig zur Arbeit. Unterernährt, ne? 23 war ich damals. 23 Jahre. 5 Jahre in Russland. 8 und bin ich rausgegangen. 28. Was wollte ich noch von der Jugend? Es war doch nichts mehr. Unsere Jugend, unsere Männer, unsere Jungs waren alle im Krieg. Von 18 Jahren bis 35. So hat man auch die Frauen genommen nach Russland. Von 18 Jahren bis 35, die Frauen. Bis zum Schluss bin ich im Lager geblieben, Dnipropetrovsk. Draußen Ziegeln getragen, Schmutz getragen, Schutt getragen, Eisen von diesem aufs andere geschafft, was die Deutschen zerschlagen haben. Und nachher, wie ja dann der Krieg aus war, kam niemand mehr zurück. Für uns waren keine Männer mehr. Und so sind wir, haben wir nicht geheiratet, sind wir so geblieben. Der Hitler ist schuld. Sie sagen ja genau, sagen wir, der Hitler war schuld. Na, was können wir? Die Deutschen selber, ne? Der war schuld. Und das heißt ja immer, wenn er vielleicht geblieben wäre, der Hitler, wer weiß, wie noch alles wäre gekommen. Der war ein Fantastiker, ich weiß nicht, was der gedacht hat.
Was sucht er in Afrika? Was hat er gesucht? Aber wir waren schuld, weil wir vom Hitler sind. Na. Und wo? Ich habe ihn nicht einmal gekannt. Die Aushebung war im 45er. Und zwei Wochen bevor waren wir umringt mit Russen und rumänisches Militär, damit die Leute nicht weglaufen oder in den Wald oder sich eingraben. Einige haben sich in die Scheune eingegraben, ins Heu. Wir Frauen wollten ja auch, ich habe ihnen ja gesagt, versteckt irgendwo. Aber es ging nicht, die kamen, wir mussten herausgehen. Und dann haben sie uns in Gemeindesaal geschafft, geschlossen. Sie haben uns befohlen, was wir uns mitnehmen sollen für drei Wochen Essen. Wir haben uns mitgenommen, Speck, Wurst, wie wir ja damals Schwein geschlacht haben. Kleider, aber wir hatten ja nicht die Kleider, die in Russland getragen sind. Diese Watta, diese dicken. Und dort war ja eine Kälte, Mensch. Und draußen waren wir, auf der Linie. Es war ja zugefroren, die Linie mit Wasser. Wir mussten so aufhacken, das Eis. Die meisten sind gestorben, die dann hereinkamen. Und wir hatten Glück, wir hatten warmes Wasser. Wenn wir kamen von der Arbeit, haben wir uns geduscht mit heißem, kaltem Wasser, auf die Britsch getan. Aber trotzdem, wir haben gekämpft mit den Wanzen. Weiß nicht, wisst ihr, was die Wanzen sind? Die Bretter, die haben hier und hier sich gesammelt. Mit denen haben wir. Und Ratten. Ratten war voll in dem Lager. Die sind gekommen und haben uns das Brot unter dem Polster genommen. Denn wir haben die Portion Brot bekommen für den ganzen Tag. Dann welche, die haben sich geteilt, das Brot, die Hälfte für den nächsten Tag. Und ich konnte das nicht, ich habe es auf einmal gegessen. Nächsten Tag haben sie es unter den Polster getan. Na, und dann, wie mal dunkel war, um 10 Uhr war Zapfenstreich. Das Lichtautomat ist das ausgegangen. Dann hätten sie schon die Ratten gekommen auf die Britschen und das Brot uns gefressen. Lieber habe ich es gegessen im Anfang und war satt. Ja, das war unser Leben. Jo, es ist vergangen. Aber ich vergiss nicht. Manches Mal träume ich, ich bin in Russland. Oh, wie das Herz tut einem weh. Wieder alles mitmachen, was wir dort mitgemacht haben. Puh. Nach dem Vorbild und in der Kraft deines Sohnes, unseren Nächsten lieben, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eins, zwei, drei.